Mittelleute, servus und herzlich willkommen bei Drachenlord 1510. So, da der Drache ziemlich verarscht wurde, oder zumindest meinen die Leute, die haben ihn verarscht, und ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, mich irgendwie dazu zu äußern, habe ich mir gedacht, ich mache heute zum Abschluss einer kleinen nervigen Kommentarwechselei, wo ich mich übrigens dafür entschuldigen möchte. Ich empfange meine Hater mit offenen Armen. Und falls ihr euch lächerlich fühlt, es tut mir echt leid. Also ich würde euch ja garantiert nicht lächerlich machen. Das ist das Letzte, was ich möchte. Hater lächerlich machen. Das Letzte, was ich möchte. Auch das Letzte, was man kann. Jeder Mensch weiß, dass die Hater nicht lächerlich machbar sind. Da die Hater ja, wie jeder weiß, total freundliche Menschen sind und total, ja, coole Menschen sind. So, da ich allerdings heute mal zeigen möchte, was ich wirklich drauf habe, vorausgesetzt das Video wird abgespielt, werde ich euch jetzt mal ein kurzes Video vorspielen, dabei werde ich bangen. Es ist mir völlig futzegal, was derjenige mir damals geschrieben hat. Ich werde trotzdem bangen, ich werde nach wie vor bangen. Ich habe gebangt von Anfang an, dafür ist der Kanal erstens ursprünglich entstanden, weil ich ziemlich krass beim Bangen bin. Ich habe nicht mehr die Übung, also entschuldigt, wenn es manchmal ein bisschen langsam und ein bisschen, naja, seltsam wirkt. Aber ich werde mein Bestes geben, für euch, wie immer. Für alle, die das wirklich interessiert, die wirklich zuschauen oder die auch wirklich meinen Kanal interessiert, könnt mich gerne abonnieren. Ja, ich weiß, ich habe abonnieren gesagt, was auch immer. Aber die Haters, ja, die haben bei mir auf dem Kanal eigentlich keine lange Überlebenschance, denke ich. Denn entweder es gefällt euch oder ihr könnt gehen. Und um das zu demonstrieren, werde ich einmal eins meiner Lieblingslieder abspielen. Das ist ein Lied, zu dem ich das Bangen gelernt habe.
understand. So. Wer jetzt immer noch einer behauptet, ich hätte keine Ahnung von Musik, oder behauptet, dass das, was ich mache, keinen Sinn hat, der kann gerne gehen. Ich verlange nicht, dass jemand, der keine Ahnung von Metal hat, kapiert, was ich mache. Und es kam ein Kommentar zur Sprache, dass ich meine Zuschauer beleidige. Ich habe meine Zuschauer noch nie beleidigt. Ich beleidige Leute, die mich beleidigen. Und das hat, glaube ich, auch einen guten Grund, dass ich Leute beleidige, die mich beleidigen. So, abgesehen davon, nach dem, was ihr schon alles geschrieben habt, hätte ich mich ganz anders aufregen können. Warg und kein Pagan-Metal, Warg und Kinder-Metal. Ey, Junge, wenn das, was du auf deinem Kanal hast, dieses favorierte Lied, dann hast du keine Ahnung von Metal, Junge. So, ich hoffe, es kam jetzt nicht so aggressiv rüber für die Leute, die mich jetzt zum ersten Mal gesehen haben. Ansonsten wünsche ich allen neuen Leuten viel Spaß auf meinem Kanal. Meinen Leuten, die schon öfter dabei waren, wünsche ich, dass ihr weiterhin viel Gaudi habt und viel Spaß und euch nicht von den Leuten, die so ein Blödsinn schreiben, abschrecken lässt, weil die haben keine Ahnung und haben auf lange Sicht wahrscheinlich auch keinerlei Zukunft auf YouTube. Denn wenn sie solche Sachen schreiben, fliegen sie früher, als es ihnen lieb ist. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, Metal, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.